Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play das Stundenglas. So, wir sind aktuell auf der Dorfwiese unterwegs, haben den Torbogen betrachtet, der die Ziffer 3 hatte. So, und ansonsten haben wir noch diesen Springbrunnen, die Kirche, das Wirtshaus im Norden und irgendwo müsste ein Friedhof und eine Schreinerei sein. Schauen wir zuerst mal die Kirche an. Der Ostseite der Dorfwiese steht eine kleine altertümliche Kirche mit einem gedrungenen Hauptgebäude und einem stilistisch arg missglückten Zwiebelturm. Können wir die Kirche betreten? Also in der Kirche. Wie schon zu vermuten war, sieht auch hier die Einrichtung nicht gerade streng traditionell aus. Als Bestuhlung hat man keine asketischen Holzbänke gewählt, sondern die Kirche steht voll mit alten Ohrensesseln, durchgesessenen Sofas und klapprigen Küchenstühlen. Die großen Fenster sind farbenfroh bemalt. Ein ausgetretener Teppich führt nach vorn und als Altar dient ein alter, quergelegter Schrank, auf dem ein paar Kerzen und ein Sträußchen Blumen stehen. Der Pfarrer ist hier. Juhu, wir haben einen Ansprechpartner. Ach, die Beschreibung der Kirche ist ja durchgesessene Sofas, Küchenstühle und der Altar ist ein umgelegter Schrank. Okay. Ich glaube, wir hatten das Gespräch auch mit dem Orakel falsch angefangen, weil man kann die Leute auch grüßen. Also wir machen mal Be Grüße, Pfarrer. Der Pfarrer grüßt Sie ebenfalls. Sehr schön. Netter Mensch. Dann schauen wir den Pfarrer mal noch an. Es war unhöflich, aber wir tun es mal. Der Pfarrer fummelt an seiner Robe herum und streicht sie wieder glatt. Der Pfarrer heißt Jesses und ist ein großer, schlanker Mann, der eine dunkelblaue Robe trägt. Sein Haar ist licht, er trägt eine kleine Nickelbrille, bewegt sich langsam und gemessen. Seine kleinen Äuglein funkeln listig. Er scheint immer so jedes Ding, das er ansieht, mit seinen Blicken zu durchdringen und dabei mehr zu erfahren, als es vielleicht gut erscheint. Okay. So, das Orakel hat uns gesagt, wir sollen nach dem Stundenglas fragen. Das konnten wir jetzt bei dem Zauberer Kauz nicht machen, weil der ist ja immer wieder abgedackelt. Da müssen wir wahrscheinlich zuerst mal den Eisenschlüssel haben. Also fragen wir den Pfarrer zuerst mal nach dem Eisenschlüssel. Den Eisenschlüssel hat der Schmied gemacht, sagt der Pfarrer. Aber ich glaube, dass ihn die Hexe nun hat. Fragt sie doch mal. Okay, Hexe. Genau, es gibt doch, Moment mal, eine Schmiede? Eine Schreinerei? Ah, Schmiede. Eine Schmiede gibt's auch. Aber mir fällt jetzt auch auf, dass die Torbögen, dass die auch alle auf der Karte eingezeichnet sind. Das ist sehr gut. So, bei der Schmiede ist auch so ein Torbogen, aber die ist noch mal ein gutes Stück von hier weg, andere Richtung, andere Seite vom Fluss. Okay, aber wir fragen mal den Pfarrer nach der Hexe. Ach, was soll ich da schon so erzählen? Sagt der Pfarrer. Nichts Besonderes, nichts, was du nicht mit eigenen Augen sehen könntest. War das jetzt eine Standardantwort? Oder kann man noch sowas eingeben wie wo wohnt die Hexe oder so? Du hast doch eine Landkarte mitbekommen, nicht wahr? Sagt der Pfarrer. Schau doch mal
rein. Da findest du das Hexenhaus sicher. Hexenhaus. Ja, Spiel, ich schaue auf die Karte. Eine Mühle, den Wurzelwald, die Schmiede, einen Krämerladen hätten wir. Ah, Hexenhaus. Okay, ich hab's gefunden. Okay. So, aber wir fragen den Pfarrer noch mal nach dem Stundenglas. Der Pfarrer rückt sich seine Brille zurecht. Ich weiß nur, dass dieses kleine Stundenglas einst von seinem Platz auf der Munterwasserinsel gestohlen wurde, sagt der Pfarrer. Ja gut, das wissen wir ja schon, dass es gestohlen wurde. Dann fragen wir noch nach der Münze. Ja, ich habe so ein Ding. Warte mal. Ich glaube, ich habe es sogar bei mir. Der Pfarrer kramt in seiner Tasche und zieht eine kleine goldene Münze hervor. Das hier meinst du wohl, was? Hier, du kannst sie haben. Er reicht sie ihnen. Ich dachte mir schon, dass sie mit dem verschwundenen Stundenglas zusammenhängt. Ich hoffe, sie hilft dir weiter. Oh ja. Oh ja, wir haben jetzt eine Münze. Das ist eine Münze, okay. Wie unterscheidet man das dann, wenn man mehrere Münzen hat? So, eigentlich müssten es mal 12 werden. Okay, dann schauen wir mal die Münze an. Welche Münze wollen Sie anschauen? Bitte geben Sie die Nummer ein. Zum Beispiel untersuche Münze Nummer 1. Ja, ich weiß noch nicht mal, welche Münze wir jetzt haben. Die Münze mit der Nummer 1 hat auf der Vorderseite die römische Zahl I, auf der anderen Seite ein Symbol, das wie der Mond aussieht. Der Pfarrer kratzt sich bedächtig an der Schläfe, untersucht misstrauisch einen seiner Fingernägel, unter dem sich ein wenig Schmutz angesammelt hat. Okay. Also, Moment, das schreibe ich mal auf. Münze 1. Hat die römische Zahl 1 und einen Mond. So, und da kommt dann jetzt laut Handbuch dann dieses Kopierschutzrad ins Spiel. Und zwar muss ich dann den Mond, also die innere Scheibe sind die Symbole und außenrum sind die Zahlen. So, dann muss man den Mond zur 1 drehen und dann gibt es zwei Löcher in dem Rad und im größeren Loch sehe ich jetzt eine Wolke und ein Ger. So, und Ger müssten dann die ersten drei Buchstaben von dem Namen des Weisen Nummer 1 sein. So, und die zweite Silbe bekommt man dann raus, indem man dann die Wolke zur 1 dreht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann in dem kleinen Ausschnitt die drei Buchstaben aufschreibt. Da steht jetzt ein Elo drin. Also müsste der Weise Nummer 1 Gerelo heißen oder so. Theoretisch. Alles nur hypothetisch. Dann würde ich jetzt mal gerne ausprobieren, ob das jetzt wirklich so stimmt. Wobei, dann vergeht wahrscheinlich auch eine ganze Menge Zeit. Wir dürfen hier nur 12 Tage bleiben. Bis wir jetzt wieder zurückgelaufen sind. Also es würde mich interessieren, aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Okay, wir sollen eigentlich zum Hexenhaus. Ja. Wir verlassen mal die Kirche. Wie genau Richtung? Ich will da nur raus. So, Pfarrer fummelt an seiner Robe. Die Einrichtung
Kerzen, den Schrank. Welche Richtung war denn jetzt der Ausgang? Wahrscheinlich, also wir sind, glaube ich, nach Osten rein, also gehen wir nach Westen wieder raus. Westen? Auf der Dorfwiese. Okay. So, wir sind wieder draußen, sehen den Torbogen. So, und jetzt sollen wir ja zum Hexenhaus. Dafür müssen wir nach Norden. So, auf der Dorfbrücke. Hier führt die breite steinerne Dorfbrücke über den Fluss. Nach Süden führt ein Kiesweg zur Dorfwiese. Nördlich der Brücke liegt die Inselabzweigung. Vor der Brücke kann man nach Osten hinüber zur Munterwasserinsel schauen, die ein Steinwurf weit entfernt ist, von den Fluten des Munterwassers umspült. So, Dorfbrücke. Nach Süden liegt die Insel nördlich. Ja, wir müssen zur Feldsteinabzweigung. Das Dann gehen wir mal nach Norden. Inselabzweigung. Sie befinden sich an der Abzweigung nördlich der Dorfbrücke. Nach Osten führt der Kiesweg hinunter zum Wiesengrund. Nach Norden hin steigt der Pfad entlang des Munterwassers ein wenig an und führt in Richtung des bizarren Felsensteins, der seine schroffen Zinken in den Himmel reckt. Hier unmittelbar an der Inselabzweigung steht das Wirtshaus. Oh, dann sind. Oh. Ach stimmt, die Inselabzweigung ist da. Okay, ich würde jetzt gerne in das Wirtshaus rein. So, unmittelbar. Da ich laufe mal nach Osten. Geht der. Wir müssen dann auf jeden Fall zur Felsensteinabzweigung eigentlich. Moment. Nach Osten führt ein Kiesweg zum Wiesengrund. Nach Norden steigt der Pfad entlang des Munterwassers und führt zur bizarren Felsenstein. Genau, da müssen wir eigentlich hin, denn dort nochmal nördlich liegt das Hexenhaus. Aber ich würde zuerst mal noch gerne ins Wirtshaus gehen, Ansprechpartner und so. So, in der Wirtsstube. In der Wirtsstube ist ein gemütlicher Ort, an dem es nach gutem Wein und altem Holz duftet. Ein paar Tische und Stühle stehen herum. Dahinter befindet sich der breite Tresen und ein großes Regal voller Gläser. Neben dem Tresen steht ein großes Weinfass. Bodo, der Wirt, ist hier. So, dann begrüßen wir mal Bodo. Der Wirt grüßt sie ebenfalls. Der Wirt lächelt sie freundlich an. Schön, mal endlich wieder ein neues Gesicht zu sehen, erklärt er. Als damals das Stundenglas verloren ging, verschwand nämlich die Hälfte der Leute aus dem Flusstal. Ich wünschte, sie kämen endlich wieder. Nicht weit von hier war das Haus des Krämers. Da konnte man alles kaufen, auch sonntags. Der Mann fehlt uns allen sehr. Okay, also ist der Krämerladen nicht zum Shoppen geöffnet. So, dann fragen wir den Bodo mal nach der Hexe, nach dem Stundenglas, nach einer Münze, nach Eisenschlüssel und was auch immer. Okay. So, was kann er zum Stundenglas sagen? Das ist das größte Rätsel, sagt der Wirt. Ich weiß nur, dass es endlich mal wiedergefunden werden sollte. Man sagt ja, dass dann all die Leute, die einst verschwanden, wiederkommen würden. Der Wirt füllt einige Gläser mit Wein. So, frage Bodo nach Münze. Ja. So, du willst also meine Münze haben, sagt der Wirt mit gerunzelter Stirn. Plötzlich steigt ein hintersinniges Grinsen in sein Gesicht auf. Gut, flüstert er, aber du musst mir einen Gefallen dafür tun. Seit die beste Freundin der Hexe, die Bäuerin hier aus dem Tal, verschwand, lässt Hedwig dauernd ihren Unmut an mir aus. Jetzt muss ich ihr endlich mal einen Denkzettel verpassen. Wenn es dir gelingt, ihren Zauberstab zu klauen und mir zu bringen, dann sollst du meine Münze haben. Ich weiß nämlich einen Trick,
wie ich Hedwig mit ihrem Zauberstab eins auswischen kann. Also Hedwig ist die Hexe. Und wir sollen den Eisenschlüssel von ihr holen und den Zauberstab. Okay. Dann fragen wir mal Bodo nach der Hexe. Keine Ahnung, der Wirt schüttelt den Kopf, darüber weiß ich nichts. Der Wirt wiegt geschäftig den Dresen. Ja gut, das ist wahrscheinlich seine Standardantwort. Ich meine, man kann in solchen Spielen nicht erwarten, dass auf alles irgendwo ein Text kommt, weil damals war ja sogar Text schwierig, weil man ja nur Disketten zur Verfügung hat. Und ich hatte Lord of the Rings gespielt, auch die Amiga-Version. Da hat man sogar große Teile des Textes ins Handbuch ausgelagert, wo man dann im Spiel gesagt bekommen hat, ja, lies jetzt Kapitel so und so. Und dann musste man das dann im Handbuch dann nachlesen. Ja, so hat man damals am Text gespart, was heute natürlich kein Problem mehr ist. So, wir haben ihn nach dem Stundenglas gefragt, nach der Münze gefragt, wissen, dass wir den Zauberstab klauen müssen. Wir wissen, dass die Hexe Hedwig heißt. Wollen wir sonst noch irgendwas fragen? Stundenglas, Eisenschlüssel vielleicht noch. Der Eisenschlüssel? Der Wirt lächelt. Soweit ich weiß, hat die Hexe den alten Kauz aus seinem Schloss eingesperrt. Geh doch mal zu ihr. Der Wirt beginnt damit, die Tische abzuwischen, schenkt ihnen aber weiterhin seine Aufmerksamkeit. Okay. Dann können wir das Wirtshaus verlassen, weil da sind wir in keine Himmelsrichtung gelaufen. Geben Sie eine Richtung ein. Süden? Ah. Ja, der Wirt füllt einige Gläser mit Wein, ja. Osten? Inselabzweigung. Und da steht das Wirtshaus. Okay, dann weiß ich wieder, wo wir sind. Dann müssen wir jetzt nach Norden. Zum Feldsteinabzweig. Ja. So, wir sind genau im Feldsteinabzweig. Dies ist landschaftlich einer der schönsten Flecken des Munterwassertales. Gleich hinter der schmalen Holzbrücke, die nach Westen über den Fluss führt, schwingt sich der imposante Felsenstein in die Höhe. Unzählige spitze Felszacken bohren sich drohend in den Himmel. Der massige Fels mag wohl viele hundert Meter hoch sein. Der nördliche Weg hingegen führt über einen steilen Hang hinauf zum Donnerfelsen, über den die Wassermassen des Flusses herab in die Tiefe stürzen. Blickt man ostwärts ins Tal hinab, so sieht man friedlich den Wiesengrund vor dem mächtigen Klotz des Eisensteins und der Nebelschlucht liegen. Ganz im Süden schimmern die Wasser des Funkelsees herauf. So, und die Hexe muss jetzt nördlich von hier wohnen. Vielleicht ist da hinten das schon ihr Haus. So, jetzt sind wir am Donnerfelsen. Vielleicht sind wir jetzt auch zu weit. Aus gut 100 Metern Höhe stürzen die Wassermassen des Gletschers herab und donnern in den kleinen See, der sich unterhalb des Wasserfalls befindet. Hier am Donnerfelsen beginnt der mächtige Landsturz, eine hohe Felswand, die sich weit nach Osten bis zum Finsterwald zieht. Nach Süden führt der Weg zur Felsensteinabzweigung. Ein riesiger Berg von heruntergebrochenem Geröll türmt sich neben dem Wasserfall die Felswand hinauf, der links von ihnen mit ohrenbetäubendem Getröhnen über den Felsen herunterdonnert. Die Luft ist geschwängert von zerstäubtem Wasser. In der Nähe steht ein kleines getrunkenes Häuschen, das ganz aus Lebkuchen gebaut ist. Allerdings ist der Lebkuchen so alt, dass man ihn mit Fug und Recht als versteinert bezeichnen könnte. Er riecht auch nicht mehr sehr frisch. Vor dem Häuschen steht eine kleine Bank, ebenfalls aus Lebkuchen. Der kleine Tisch, Zuckerguss, auch versteinert.
Okay, dieses Klischee hat man dann auch aufgenommen. Dann betreten wir mal das Häuschen. Ach, wir sind schon im. Hä? Wir können nicht im Häuschen sein, Spiel. Bring mich nicht aus dem Häuschen. Weil wir sind noch am Donnerfelsen. Oder vielleicht sollten wir zuerst mal anklopfen. Wir schauen mal das Häuschen an. Das Häuschen hat keine besonderen Merkmale. Ja, nur Lebkuchen und, naja, egal. Klopfe Tür, wobei von keiner Tür die Rede war. Na, hier gibt's keine Tür. Wie kommen wir da jetzt rein? Eine kleine Bank und ein Tisch. Ja, das hilft uns nichts. Ja, dann schauen wir den Tisch an. Der Tisch hat keine besonderen Merkmale. Auch Spiel. So, also Wassermassen, Wasserfall, Finsterwald. So, und dann ging es ja weiter mit. In der Nähe steht ein kleines getrunkenes Häuschen. Gehe zu Häuschen. Da sind sie bereits. Spiel, ich habe dich gelobt. Jetzt wird es gerade schwierig. So, also Lebkuchen, der versteinert ist. Es riecht nicht mehr nach. So. Ja, dann schauen wir noch die Bank an. Ja, der hat keine besonderen Merkmale. Dann setzen wir uns auf die Bank. Die Bank haben sie ja gar nicht. Du sollst deinen Hintern draufsetzen. Benutze Bank. Der Satz enthält kein Verb, welches ich verstehen könnte. Also wir wissen, dass es hier ein Häuschen gibt. Öffne Häuschen. Das Häuschen kann man nicht öffnen. Hä? Wenn wir nach der Hexe rufen? Versteht er nicht. So, also ja, die Wassermassen und wir sind doch eigentlich auch schon an dem Häuschen. Der Nähe. Ja, gut, es steht in der Nähe. Das müsste eigentlich dann. Können wir nach Norden? Ein riesiger Geröllberg liegt ihnen im Weg. Ja, es könnte auch vielleicht ein Ticken Osten sein. Ah, je. Jo, wir sind im Hexenhaus und das Spiel ist abgestürzt. Wir gehen eh in die Pause. Also, bis gleich.